Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Informationen zum neuen Frosty Frenzy Tournament zeigen, also dem Winter Royale Tournament für 2020. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst dort natürlich ein Follow da. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Die genaue Uhrzeit zum Tournament ist leider noch nicht bekannt. Da müssen wir wahrscheinlich noch ungefähr bis morgen warten, bis es dann hier im Wettkampf-Tab erscheint. Aber das reine Datum steht auf jeden Fall schon mal fest, und zwar wird das bereits schon an diesem Wochenende am 12. und 13. Dezember, also Samstag und Sonntag, stattfinden. Und es gibt insgesamt 4 Wettkampfabschnitte, in denen man jeweils dann immer die Möglichkeit hat, eben halt das Preisgeld zu bekommen. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass wir am 12. Dezember die ersten meine Wettkampfabschnitte haben und am 13. Dezember dann die zweiten beiden Wettkampfabschnitte haben. Und jede dieser 4 Wettkampfabschnitte wird nochmal in 2 einzelne Runden unterteilt. Aus der Runde 1 muss man unter die Top 500 Teams kommen, also Top 500 Trios kommen, um in die zweite Runde weiter zu rücken. Und dazu hat man immer logischerweise, weil es 4 Wettkampfabschnitte gibt. Und für jeder dieser Runde 2 Tournaments gibt es immer direkt die Preisgelder. Das heißt, wenn man unter dieser Top 500 kommen muss und dann nur noch unter die Top 400 davon kommen und bekommt direkt die Preisgelder, und zwar man bekommt direkt 1200 Dollar. Dann noch, wenn man irgendwo ganz weit oben sein sollte, bekommt man 1800 Dollar. Das heißt, lohnt sich im Prinzip fast gar nicht, irgendwo weit oben zu placen, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man wirklich über die 4 Wettkampfabschnitte natürlich möglichst häufig in die Top 400 kommt. Und generell geht es mehr so darum, dass wirklich über eine große Bandbreite von Leuten einfach verteilt wird. Zusätzlich dazu, wenn man 5 Punkte bereits bekommt, dann bekommt man ein Spray-Motiv, ist jetzt aber nicht wirklich weiter interessant. Das heißt, man muss natürlich die 1200 bzw. 1800 Dollar durch 3 teilen, um das richtige Preisgeld zu haben. Und das Bewertungssystem ist auch an beiden Tagen unterschiedlich. Das heißt, für Wettkampfabschnitt 1 und 2 am 12. Dezember hat man ein sehr, sehr killbasierendes Placing-System. 2 Punkte für jede Eliminierung. Ab Top 20 2 Punkte, Top 10 5 Punkte, also 3 weitere Punkte nochmal. Der 5. Platz bringt dann weitere 5 Punkte und dann immer so weiter bis zum Sieg jeweils 5 Punkte mal mehr, dass der Sieg insgesamt dann 30 Punkte gibt. Am Tag 2 haben wir das ganz klassische FNCS-Punktesystem. Ab Top 17 bis zum Sieg jeweils immer weiter in die Punkte und für jede Eliminierung eben halt 1 Punkt, das heißt dort etwas mehr auf Placement basiert. So wie es aussieht, ist es auch kein Plattform-Cup, das heißt, ihr könnt als PS4-Spieler zusammen mit PC spielen, und es ist immer noch so, dass ihr, glaube ich, keinen Arena-Rang haben müsst. Ich werde wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage auch nochmal ein Tipps und Tricks-Video dazu hochladen, wie ihr am besten natürlich dann die Earnings mitnehmen könnt. Insgesamt ist das tatsächlich ein Price-Pool von 5 Millionen Dollar, das heißt, es ist genauso viel wie eine ganz normale FNCS bringt, das heißt wirklich sehr, sehr viel Preisgeld, was hier rausgegeben wird. Und natürlich ist es jetzt nicht die Top 2500 oder so, die wir aus dem letzten Jahr hatten, aber dafür ist es immer noch Trio, wodurch ein bisschen weniger einfach schon ist, und es wird immer über 4 Wettkampfabschnitte verteilt, und eben halt bekommen diejenigen, die unter die Top 400 schon kommen, wirklich dann ziemlich viel Preisgeld bereits. Da sind immer so die kleinen Unterschiede im Vergleich jetzt zum letzten Jahr, wo man eben halt schon Top 2500, wie gesagt, die ersten Earnings bekommen konnte. Alles im allem aber trotzdem eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um die ersten Earnings zu holen. Und damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, und dann hoffe ich, sehen uns entweder nachher am Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.